Ich bin selber nicht in Krypto investiert, interessiere mich aber sehr stark für das Thema und beschäftige mich auch seit, sagen wir mal, 3, 4 Jahren sehr intensiv mit Bitcoin und anderen Krypto-Themen. Also Warren Buffett mit der genialen Unterstützung von Charlie Munger bewirkt keine Wunder. Die geniale Performance von Warren Buffett, die wirklich geniale Performance, die ist schon sehr Lange weit. zurück, ne? Ich investiere in die Welt AG und ich möchte nicht diese Klumpen- und Konzentrationsrisiken haben, die der MSCI World sozusagen die Standardlösung hat. All die in Anführungszeichen Katastrophen, die wir hatten, der letzte Corona-Crash und so weiter, das ist ja alles schon 3-mal, 10-mal da gewesen, nur schlimmer. Und der Weltaktienmarkt, die Welt AG, hat sich halt immer wieder erholt. Investiert Gerd Kommer in Kryptowährungen? Kommt jetzt der Rücksetzer? Und vor allem, was hat es mit dem Gerd Kommer ETF auf sich? Herzlich willkommen, Gerd Kommer. Es freut mich voll, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier miteinander sprechen können. Wir haben uns ja jetzt halt gerade schon 25 Minuten im Vorgespräch von Spanien über China und so gewisse Hedgefonds-Industrien unterhalten und wie man da sein Geld verbraten kann. Es freut mich, dass du da bist. Wie geht's denn? Ich freue mich auch, Balthasar. Also mir geht's gut. Das Jahr 2023, ein spannendes Jahr und ja, denkwürdiges Jahr in vieler Hinsicht. Charlie Munger, der große, geniale Investor, ist gestern gestorben. Das ist auch ein bisschen ein trauriges Ereignis. Insgesamt interessantes Jahr und ich freue mich jetzt auf unser Video-Interview. Genau, ich weiß ja noch, als ich zum Ende des letzten Jahres gelesen habe, die ganzen Reports vom Institutional Asset Management, BlackRock, Pantheon, wie sie alle heißen, alle haben sie irgendwelche Meinungen, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, und die schreiben dann immer und schreiben dann immer. Und die waren sich ja alle einig, dass der Markt nur eine Richtung kennen kann, nämlich gen Süden. Irgendwie ist dann genau das Gegenteil passiert. Jetzt sind wir in so einer richtigen Rallye drin. Wir haben jetzt wieder in den letzten 2 Wochen, glaube ich, fast 10% am S&P hinzugewonnen. Ich kenne auch Leute, die jetzt sagen, sie fangen jetzt an, sich mit Optionen abzusichern. Deswegen so meine Frage an dich, oder? Wie schätzt du die aktuelle Marktlage ein? Machst du jetzt Optionsabsicherungen oder bist du einfach bullisch weiterhin? Interessiert mich. Ja, ist natürlich eine naheliegende und auch gute Frage. Also das Jahr 2023 war für Anleger, die in Dollar rechnen, das ist jetzt erstmal eine Kleinigkeit, die man aus technischer Sicht vorausschicken sollte, glaube ich, sehr, sehr gut, ne? Also ein US-Amerikaner, der in Aktien global, ne? Und natürlich noch stärker in US-Aktien investiert hat, hat in 2023 year to date toll, plus 20% oder mehr Rendite bisher gesehen. Das ist nicht im gleichen Maße und nicht, auch nicht annähernd im gleichen Maße der Fall, wenn man in Euro rechnet. Da liegen wir jetzt beim MSCI World bei 5% plus oder irgendwo so in dieser Größenordnung. Ich glaube, DAX ähnlich, schaue ich nicht jeden Tag nach, könnte ich falsch liegen. Und der Grund ist auch ein interessanter, dass der Dollar in 2023 gegenüber dem Euro deutlich abgewertet hat. Ja? Und das ist auch so ein Thema, das mich zumindest seit 7 Jahren schlussendlich aktiv in der Vermögensverwaltung für Privatkunden im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, eigentlich immer begleitet. Die Abgesänge und Unkenrufe und Kritik teilweise. Ätzende Kritik am Euro, ne? Der Euro, die Wackelwährung und so weiter. Also, das ist im großen Teil Unsinn. Und auch 2023, als der Euro insgesamt auch gewertet hat gegenüber dem Dollar, ist wieder ein gutes Beispiel. Wenn man die ganzen 24 Jahre seit Anfang 1999 betrachtet, dann hat der Euro gegenüber dem Dollar, stehen wir mehr oder weniger am gleichen Punkt wie vor 24 Jahren mit viel auf und ab und so weiter. So, aber um vielleicht eigentlich zum Kernpunkt deiner Frage zurückzukommen, die
Bewertungen im globalen Aktienmarkt, das ist für mich immer eigentlich ein Schlüsselthema, sind heute Ende November 2023 irgendwo auf dem normalen Niveau. Ich betone globaler Aktienmarkt und nicht bestimmte Teilsegmente dieses globalen Aktienmarktes. Teilsegmente, die sehr teuer sind, sehr hoch bewertet sind und deswegen ja, so ein bisschen kritisch sind aus Anlegersicht, sind der US-Aktienmarkt im Allgemeinen als Region und der Large-Cap-Tech-Markt als Sektor oder Branche. Wer nur diese beiden Segmente betrachtet, der hat natürlich ein super teures Teilsegment, hoch bewertetes und damit korrekturverdächtiges Teilsegment des globalen Aktienmarktes vor sich. Wer den ganzen globalen Aktienmarkt anschaut und vielleicht sogar noch stärker, wer den globalen Aktienmarkt ex-USA und ex-Tech-Sektor, Tech und USA überlappt sich natürlich stark, vor sich hat, der hat sogar einen günstiger als normal bewerteten Aktienmarkt vor sich. Und daher, die Zinsen sind schon gestiegen, das ist also auf jeden Fall eingepreist. Was da sich hätte negativ auswirken können, rein theoretisch zumindest, der Zinsanstieg hat sich ja nicht wirklich negativ ausgewirkt. Inflation sinkt wieder, ja, da kann man auch alle möglichen Mäkeleien, da kommt sie doch nochmal oder wie schnell sinkt sie, aber sie ist zumindest relativ zu dem hohen Niveau von vor einem Jahr schon deutlich gesunken. Also insofern alles so, dass man, wer global diversifiziert ist, und das ist so meine Investmentphilosophie breit gestreut, der muss jetzt eigentlich keine sozusagen Schweißperlen auf der Stirn haben derzeit, sondern das ist irgendwie more of the same. Und im Anleihenmarkt, um das noch abzuschließen, haben wir jetzt wieder Zinsen, das heißt, darüber könnten sich eigentlich auch alle Anleger freuen. Die Zinsstrukturkurve ist nicht mehr so invers, wie sie noch vor einem halben Jahr gewesen ist. Also sie ist zwar nicht steil aufwärts gerichtet, links unten, rechts oben, wie es normaler wäre, aber sie sozusagen das langfristige Ende ist nach oben gekommen. Sie ist jetzt sozusagen, wenn man die ersten 2 Jahre der Zinsstrukturkurve außen vor nimmt, eher flach. In der ersten 2 Jahre ist sie noch invers. Es ist auch kein so schlechtes Signal und vielleicht schafft es sogar mal die deutsche Bundesregierung, ihren Act endlich, ihren irgendwie Arsch hochzukriegen und weniger Pleiten und Pannen zu produzieren, als das in der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Aber als Investor hat man ja einen großen Vorteil. Als Investor, der in Deutschland lebt, man muss ja nicht sozusagen in deutsche Assets investieren, sondern kann in globale Assets, Krypto ist ein globales Asset, und Aktien in Brasilien haben nur sehr wenig zu tun mit Deutschland und so weiter, investieren. Und das ist ja schon mal positiv. Zumindest in der Hinsicht können wir von der Globalisierung profitieren. Die Zinsen sind gestiegen, also wir sind jetzt wieder in der schönsten aller Welten, um einmal Candide zu zitieren. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Gerd, du haust hier einen nach dem anderen raus im Vorgespräch schon zu Ray Dalio oder zu Argentinien. Das können wir in einem anderen Video mal thematisieren. Jetzt zum Euro. Ich bin ja auch nicht nur großer Ray Dalio-Fan, aber auch großer Hans-Werner Sinn-Fan. Und ich will jetzt die ganzen Namen der anderen deutschen Ökonomen gar nicht mit einführen, da wo immer geheißen oder gesagt wird, der Euro, das geht ja alles nicht, größtes Versagen und so weiter. Ein Projekt, das dem Tode geweiht ist. Deswegen finde ich es echt interessant, wenn du hier mal eine andere Perspektive gibst. Auf jeden Fall zusammenfassend heißt es für dich, es gibt gerade keinen Grund, warum man nicht in den Aktienmarkt investieren sollte. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Hier geht es ja, und deswegen habe ich dich eigentlich eingeladen, hier geht es ja vor allem darum, Leute über Krypto abzuholen, Krypto-Education zu betreiben und sie dann aber finanzfit zu machen. Das heißt, ihnen dann
zu zeigen, wie man am breiten Kapitalmarkt sein Geld nicht so schnell verliert, wie es eben mit Kryptowährungen der Fall sein kann. Deswegen bist du, glaube ich, da hier die perfekte Ergänzung und der perfekte Gast. Es würde mich natürlich persönlich noch interessieren, bist du in Kryptowährungen investiert? Kommt es für dich in Frage? Oder hast du hier auch wieder was, was viele Leute vielleicht hören sollten, aber nicht hören wollen? Ich bin selber nicht in Krypto investiert, interessiere mich aber sehr stark für das Thema und beschäftige mich auch seit, sagen wir mal, 3, 4 Jahren sehr intensiv mit Bitcoin und anderen Kryptothemen. Ich denke, das ist wirklich faszinierend. Ich bin vielleicht das, was man so ein Krypto-Skeptiker, aber eigentlich nicht zu stark von Emotionen und Klischees und Ideologie getriebener Krypto-Skeptiker, sondern ich sehe einfach on balance, wenn man all die Argumente zusammennimmt und dann irgendwann mal sozusagen so eine Bilanz zieht oder ein Fazit zieht und aggregiert das betrachtet, sehe ich relativ zu den Alternativen, die es gibt. Und wohlgemerkt, wir sind ja jetzt im Jahr Ende 2023 und nicht 2014 oder 13, Entschuldigung, 2009 oder 11 oder 12. Also schlussendlich komme ich dann immer wieder zu dem Schluss, ich persönlich werde nicht mein Geld in Krypto investieren, aber in meinen Büchern, in den neueren Büchern, die neueren Buchauflagen. Und jetzt im Januar erscheint mein ganz dickes Buch. Das ist sozusagen das für mich persönlich wichtigste Buch in einer neuen sechsten Auflage, das Souverän Investieren für Privatanleger, für fortgeschrittene Privatanleger ist das inzwischen, das hat 500 Seiten. Also da in diesem Buch und auch in anderen neueren Auflagen, die in den letzten 3 Jahren etwa erschienen sind, steht also Krypto immer als mögliche Beimischung, wenn jemand was von dem Thema versteht, also wenn er wirklich weiß, was er oder sie da sich ins Depot, in Anführungszeichen, Wallet legt, wenn er oder sie in Krypto investiert. Nicht nur das eigentliche Investment, aber auch die Logistik, das Operative drumherum, ne? Wenn da jemand durchblickt und sagt, okay, ich möchte 10% oder sowas meines Investments, meines Gesamtvermögens maximal, könnte dann bezogen aufs liquide Vermögen vielleicht auch ein bisschen mehr sein. Das als Obergrenze, das möchte ich in Krypto investieren, ist das durchaus ein vertretbarer Standpunkt, den ich nachvollziehen kann, auch obwohl ich persönlich es nicht mache. Ja. Einer der Hauptgründe, und dann komme ich auch gleich zum Schluss, vielleicht das ist eine lange Antwort, ich sehe einfach unheimliche politische Risiken um Krypto herum, dass einfach also Staaten und Zentralbanken, ist ja mehr oder weniger das Gleiche, Politiker und Zentralbanken, die haben, das macht dich jetzt schon lächeln und schmunzeln, die haben einfach null Interesse daran, dass Kryptowährungen das werden, was sie eigentlich mal werden sollten, nämlich echte Währungen, echte Zahlungsmittel, die auf breiter Front eingesetzt werden. Wenn das der Fall wäre, würde ein entsprechendes Land, in dem das der Fall ist, beziehungsweise die Politik, der Staat, würde in dem Maße, wie Krypto letztlich die bestehende Währung verdrängt, ihr geldpolitisches Instrumentarium verlieren. Also die Einflussmöglichkeit auf Zinsen und Inflation und teilweise andere volkswirtschaftliche Größen, die eben über die geldpolitische Steuerung möglich ist. Und wenn du jetzt dir vorstellst, der Staat hat wirtschaftlich gesehen zwei Hebel, einmal die Fiskalpolitik und einmal die Geldpolitik. Die zwei, grob gesagt, Hebel gibt es, um das wirtschaftliche Wohl und Wehe der Bevölkerung aus der Sicht der Regierung des Staates zu beeinflussen. Fiskalpolitik ist klar, also Steuern und wie das Steuergeld oder staatliche Geld im Allgemeinen ausgegeben wird. Straßen, Subventionen und so weiter, Infrastruktur, bla bla bla. Und Geldpolitik, ja, haben wir schon gesagt, was es ist. Und Kryptowährungen, wenn die wirklich erfolgreich wären, würden bedeuten, dass dieser geldpolitische Hebel dem Staat schlussendlich genommen wird
Und insbesondere dann in einer Krise, ob das jetzt ein Krieg ist oder eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie, in der plötzlich zum Beispiel der Staat viel Geld ausgeben muss, um irgendwas zu retten. Corona war das Beispiel, die ganzen Konjunkturstützungsprogramme damals. Das geht nicht, oder nee, anders formuliert, das geht nur, wenn du eine normale Fiat-Währung, Papiergeld, in Anführungszeichen, Papiergeldwährung hast, mit voller Kontrolle sozusagen durch den Staat der Geldmenge und auch der Möglichkeit, in Anführungszeichen, Geld zu drucken und so weiter. Und deswegen, das war jetzt eine lange Antwort, Entschuldigung dafür, bin ich einfach, ich glaube einfach nicht, dass die Staaten diese Kontrolle aus der Hand geben werden. Und dass sie Krypto bisher dulden, hat halt einfach damit zu tun, dass sie zahlungsverkehrsmäßig und so weiter, spielt Krypto für die real existierende Wirtschaft keine Rolle bisher. Also das ist super interessant, gerade die Frage, werden Staaten das dulden? Sie haben ja Interessenskonflikte. Du hast das ja gerade super ausgeführt, warum Staaten eigentlich jedes Interesse haben, das nicht zu dulden. Es prangt hier bei mir aus dem Bücherregal gerade ein Buch von Hayek raus, wo er die Staaten und das Währungsmonopol groß kritisiert und eigentlich von einer Vision des Private Money spricht, wo er sagt, wie toll wäre es denn, wenn die Bürger nicht das Missmanagement, das politische Missmanagement von Fiskal- und Notenbankpolitik ausgesetzt wären, sondern auf Alternativen ausweichen könnten. Und dann gäbe es private Dienstleister. Und unter dem Gesichtspunkt wäre natürlich Krypto interessant, aber du hast natürlich recht, dass die Staaten überhaupt kein Interesse oder keine Incentivierung haben, das zu dulden. Was ich noch interessant fand, du hast ja gesagt, wenn man meint, Krypto zu verstehen, kann man ein paar Prozentpunkte mit reinnehmen oder ein paar Prozente des Portfolios dort investieren. Wie siehst denn du das Thema negative Korrelationen? Weil eigentlich ist es doch interessant, oder? Wenn ich sage, ich habe mit 5 bis 10% ein Asset in meinem Portfolio, das Achterbahn fährt. Genau, ja, also das ist sogar gut, dass du das ansprichst. Einer der wirklichen Pluspunkte von Krypto, dass die Korrelation mit den etablierten traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen gering ist, niedrig ist. Und das wollen wir ja. Wir wollen ein Portfolio haben, das aus bestimmten Einzelkomponenten besteht, die wenig miteinander korrelieren, die sich also unabhängig im Zeitablauf, unabhängig voneinander, tendenziell unabhängig voneinander entwickeln. Und natürlich das ist die zweite Bedingung dafür, dass ein Asset grundsätzlich interessant ist für ein Portfolio, dass sie auch eine attraktive Renditeerwartung haben. Also nur geringe Korrelation, das allein reicht nicht. Ich muss auch für sich genommen in Isolation glauben, dass das entsprechende Asset, in dem Fall jetzt Krypto, eine in die Zukunft gerichtet attraktive Rendite hat. Und also dieser Punkt, der klar, da hat jeder eine andere Antwort drauf, aber die geringe Korrelation zum Aktienmarkt, davon kann man ausgehen, weil der Kryptomarkt eben nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert und von anderen Faktoren beeinflusst wird als der Aktienmarkt. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt von Krypto. Jetzt gibt es noch ein super interessantes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, denn wir haben ja hier auch immer wieder im Rahmen der Crypto Education 21 Gewinne bei Krypto mitgenommen. Sind wir Anfang des Jahres wieder teilweise in die Märkte rein. Jetzt ist ja der Bitcoin wieder brutal gelaufen. Ich glaube, manche haben sich vielleicht auch ein bisschen übernommen und denken jetzt wieder mit nach. Vielleicht ist ja ein guter Zeitpunkt, Gewinne mitzunehmen. Und gerade wenn man viel Exposure, vielleicht sogar zu viel Exposure zu Krypto hat, ist es ja wichtig, irgendwie noch eben die Aktienseite auszufüllen. Und jetzt ist auf der Aktienseite ja ein interessantes Produkt von dir rausgekommen, oder? Erzähl mal, der Gerd Komma ETF. Erstmal, warum legt Gerd Komma einen ETF auf? Warum braucht man diesen ETF? Warum ist der besser als ein anderer ETF? Und für wen eignet sich dieser ETF? Und dann gehen wir in die ganzen spezifischen Merkmale ein und können uns dann noch in Faktorprämien und sonstigen verlieren. Ja, gerne. Ja, also grundsätzlich ist es ein Aktien-ETF. Wir haben ihn im Juni, also vor rund einem halben Jahr, zu Juni 2023 aufgelegt.
als Joint Venture mit der britischen Fondsgesellschaft Legal & General. Legal & General ist in Deutschland nicht so bekannt, ist aber eine der größten Versicherungen, Schrägstrich Fondsgesellschaften in Europa. Und unser ETF, also der L&G Gerd Kommer Multifaktor ETF, kann man leicht googeln, hat auch eine lustige WKN, Welt 0a für die ausschüttende und Welt 0b für die thesaurierende Variante. So, genug Werbespot-Einblendung. Der ETF ist erstmal ein Welt-AG-ETF. Also die Grundidee dahinter ist, wenn ich mir sowas kaufe, dann investiere ich in den globalen Aktienmarkt. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, das kann ich auch mit dem MSCI World. Dazu gibt es circa 20 ETFs, die in Deutschland angeboten werden, allein auf den MSCI World und ähnliche Indizes. Was ist beim Komma ETF anders? Ja, unserer ist besser diversifiziert, noch breiter als der MSCI World oder ein MSCI World ETF. Das heißt, wir haben auch Schwellenländer drin, das hat der MSCI World nicht. Wir haben auch Small Caps mit drin, hat der MSCI World nicht. Wir haben Gewichtungsmethoden drin oder Gewichtungsfeatures, also mit anderen Worten, wie werden einzelne Aktien und wie werden einzelne Länder oder Regionen gewichtet, die abweichen, die anders sind als im MSCI World. Das heißt, im MSCI World ist das Grundproblem aus meiner Sicht, gerade aus heutiger Sicht, das Klumpenrisiko bzw. die Konzentration, die in dem Index und damit natürlich auch in den ETFs, die ihn abbilden, enthalten sind. Allein USA 70%, knapp 70% heute im MSCI World. Apple 5% als eine einzelne Aktie, also um die 5%. Der Tech-Sektor oder die glorreichen 7, um es vielleicht noch drastischer auszudrücken, alles amerikanische Aktien. Und alle sozusagen im Tech-Bereich, im weitesten im Tech-Bereich. Das sind lauter Konzentrationen. Und wenn man jetzt so ein Investor ist, der erstens sagt, mir ist Diversifikation super wichtig. Ne? Das ist ja nicht für jeden so, aber für mich und viele normale Privatanleger, die jetzt nicht so die Aktienfetischisten sind oder jeden Tag 2 Stunden im Internet rumsurfen zu Aktien- und Investmentthemen, sondern normale Privathaushalte. Für die Menschen, wenn sie klug sind, dann ist es so, dass sie erstens mal kein Einzelwertrisiko nehmen und zum Zweiten nicht prozyklisch, Ausrufezeichen, nicht prozyklisch investieren. Also erkennen, dass die Idee, ich kaufe mir das, was in den letzten 12 Monaten oder in den letzten 5 Jahren am besten gelaufen ist von allem, das kaufe ich jetzt. Das ist einfach im Prinzip eine schlechte Idee. Es ist insbesondere, was Anlageklassen anbelangt, eine schlechte Idee. Bei einer einzelnen Aktie, bei einem einzelnen Wertpapier kann es natürlich 20 gute Gründe geben, warum ein Top-Performer in den letzten 5 Jahren jetzt immer noch ein guter Kauf ist. Ja? Aber für die Asset-Klasse Aktien global und auch für andere Asset-Klassen, auch viele diversifizierte Finanzprodukte, ist gute Performance oder sagen wir mal, extrem gute Performance in den letzten 5 Jahren eher ein Signal, nicht zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist also kontrarisches oder antizyklisches Investieren. Ich bin noch nicht mal jemand, der sagt, mach jetzt kontrarisches Investieren. Aber ich sage auf jeden Fall, so in abgeschwächter Form, fall nicht in die Falle, tappe nicht in die Falle des prozyklischen Investierens. Also das zu kaufen, was und deswegen ausgerechnet es zu kaufen, weil es in den letzten 12 Monaten, 36 Monaten oder 50 Monaten, 60 Monaten besonders gut gelaufen ist. Und das ist halt der Tech-Sektor und die USA als Region. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du die KGVs von US-Aktien und Tech-Aktien betrachtest, dass da also in der überschaubaren Zukunft, ob das jetzt die nächsten 6 Monate sind oder die nächsten 5 Jahre, das kann ich nicht sagen, aber in der überschaubaren Zukunft wegen dieser hohen Bewertung eben dann Unterperformance kommen wird. Und das macht unser
Und dagegen hilft unser ETF auch. Wie hilft er? Indem er die durch diese, sagen wir mal, innovativen Gewichtungsmethoden ist bei uns die USA nur 45% gewichtet, während, wie gesagt, im MSCI World fast 70% aktuell. Die einzelnen Aktien sind, da gibt es ein Cap, also eine einzelne Aktie, auch Apple als Beispiel, kann an einem vierteljährlichen Rebalancing-Tag nur mit 1,0% maximal Gewicht vertreten sein, nicht 5%. Ne? Und dann tun wir noch so ein paar Dinge. Das Wichtigste ist Factor Investing, da kommen wir gleich noch drauf, aber noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wir screenen zum Beispiel IPO-Aktien raus. IPO-Aktien sind also Aktien, die ihren initialen Börsengang, neue Emissionen sozusagen innerhalb der letzten 12 Monate hatten. Das ist die Definition von IPO-Aktien. Wenn die Aktie dann länger als 12 Monate schon börsennotiert ist, dann ist es keine IPO-Aktie mehr. IPO-Aktien, statistisch wissenschaftlich betrachtet, sind als Anlageklasse, als kollektives Segment Unterperformer, zwar sehr deutlich. Wir screenen auch Aktien raus, die eine besonders hohe Leerverkaufsquote haben. Also die unter, nehmen wir jetzt mal Apple, ist natürlich immer das naheliegende Beispiel. Auf diesem Planeten gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, viele werden es nicht sein, der sagt, Apple, ich verkaufe jetzt Apple leer. Also ich spekuliere auf fallende Apple-Kurse. Ne? Das dürfte jetzt bei Apple derzeit nicht sehr prominent sein, dieses. Aber angenommen, es gäbe 100 Apple-Aktien, ich weiß jetzt nicht, wie viele Aktien es gibt, dann ist vielleicht auch ein Hundertstel Promille aller Aktien heute aktuell Gegenstand eines Short-Trades. Also der Verkäufer, der Eigentümer der Aktie oder der Entleiher der Aktie spekuliert auf fallende Aktien. Und wenn du dir die Aktien hernimmst, und das nennt man Short Interest, also wenn diese Quote der leerverkauften Aktien überdurchschnittlich hoch ist, relativ zu allen Aktien, die es gibt. Und diese Aktien unterperformen auch, diese Aktien, die besonders stark von Leerverkäufern da gerade leerverkauft werden. Warum unterperformen sie? Weil diese Leerverkäufer, das sind meistens Hedgefonds, die wissen tatsächlich was. Also so doof sind die nicht. Die haben in mehr als 50% der Fälle haben die tatsächlich recht. Das heißt also, der Kurs geht tatsächlich in der näheren Zukunft nach unten. Und das kann man sich ja als Anleger zunutze machen. Also sagen wir mal, individuell ist es als Privatanleger sicher schwer, aber es gibt Methoden, statistisch leicht herauszufinden, welches Aktien die sind. Ein institutioneller Investor kann das leicht machen und das haben wir in unserem Fonds sozusagen eingebaut, dieses Feature. Das heißt, von den 10.000 Aktien, die es gibt weltweit, sind gar nicht so viele. Die wenigen, die also am allerstärksten gerade derzeit geschortet werden, die werden auch im Portfolio rausgescreent, weil sie statistisch gesehen Unterperformer sind. Ja, und dann ist natürlich noch das Wichtigste, was uns von einem MSCI World ETF unterscheidet, ist das Factor Investing. Darüber könnten wir ja vielleicht noch sprechen. Factor Investing ist so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd, wenn man so will. Aber ich sage auch nicht, dass jeder Factor Investing machen muss und dass der heilige Gral sei oder die Garantie zu tollen Renditen oder sowas. Also nur diejenigen sollten Factor Investing machen, die so, sagen wir, die Grundsätze verstehen und sich damit anfreunden können. Ich finde es interessant mit dem, dass ihr eigentlich die kollektive Intelligenz des Marktes nutzt und sagt, wenn die Hedgefonds, die vermutlich aggregiert im Mittel Informationen haben, wenn die sagen, wir shorten eine Aktie und das Short Interest ist hoch, dann wird das vermutlich einen Grund haben. Und auch wenn viele vielleicht keine Gewinne machen, heißt es doch, dass da gerade ein erhöhtes Risiko in dieser Aktie ist und dann nehmen wir die raus. Ich finde es ein interessanter Ansatz. Jetzt hat ich finde, es ist auch ein interessanter Ansatz, das mit dem Equal Weight im Sinne von maximales Cap von 1%. Denn wir haben ja gerade, wie du bereits gesagt hast, die hohe US-Gewichtung, die hohe Tech-Gewichtung. Dann denken viele wahrscheinlich, oh mein Gott, Japan, da war doch auch irgendwie mal Japan, hat den MSCI World brutal dominiert. Boom.
Die Anpassung ist ja oft schmerzhaft, ne? Und wahrscheinlich das Gleiche nach der Dotcom-Bubble und ich glaube nach 2008 waren Banken irgendwie super hochgewichtet. Und wenn man sich dann diese Fehltritte nicht erlaubt, könnte das natürlich im Mittel langfristig eine gute Rendite erwirtschaften. Wie ist das mit Transaktionsgebühren? Wenn ihr dann einmal im Quartal rebalancen müsst, habt ihr natürlich mehr Transaktionsgebühren, oder? Ja, das ist unter sonst gleichen Umständen natürlich eine korrekte Feststellung. Das heißt also, der Turnover, mit anderen Worten, ich gebe dir ein Beispiel, ne? Der durchschnittliche aktiv gemanagte Aktienfonds, ob das jetzt US-amerikanische Fonds sind, also die ihren Sitz in den USA haben oder in Deutschland, so ganz grob kannst du sagen, dass der durchschnittliche aktiv gemanagte Aktienfonds einen Turnover von 100% hat im Jahr. Was bedeutet das? Also wenn du so willst, die durchschnittliche Aktie in dem Fonds wird einmal im Jahr verkauft und damit natürlich dann eine andere gekauft. Also, oder anders, nochmal anders formuliert, die Verwahrdauer oder die Behaltedauer einer Aktie beträgt im Schnitt ungefähr ein Jahr. Das ist dann ein Turnover von 100%. Wenn du einen Turnover von 50% hast, dann bleibt die durchschnittliche Aktie 2 Jahre im Portfolio. Wenn du 20% hast, 5 Jahre im Durchschnitt. Ne? Und unser Fonds, dadurch, dass wir Faktorprämien in diesem ETF, wenn man so will, übergewichten, wir wollen Faktor-Tilts produzieren, also verstärkt zum Beispiel. Ne, anders formuliert, Nebenwerte, also Small Caps, höher gewichten, als das im allgemeinen Markt der Fall ist. Wir wollen Value-Aktien höher gewichten, als das im allgemeinen Markt der Fall ist. Wir wollen sogenannte Quality-Aktien höher gewichten, Momentum-Aktien und dann sogenannte Investment-Aktien. Der Begriff ist jetzt wahrscheinlich nicht gut bekannt, weil das eine Faktorprämie ist, die nicht bekannt ist. Aber wie auch immer. Und diese Faktorprämien, die ändern sich natürlich sozusagen, oder die Merkmale einer einzelnen Aktie ändern sich. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn du eine Small-Cap-Aktie kaufst und die tut das, was du von dir erwartest, was du dir wünschst, die outperformt den allgemeinen Markt, weil es eine Small-Cap-Aktie ist, weil also sozusagen der Small-Cap-Faktor da wirkt, dann wird diese Aktie ja logischerweise irgendwann mal, ich kann dir jetzt nicht sagen, wann, das hängt vom Spezialfall ab, ein Mid-Cap und theoretisch dann später ein Large Cap. Also in dem Moment, in dem sie nach deiner Definition vom Small Cap zum Mid Cap wird, fällt sie ja dann definitiv, müsste sie eigentlich aus dem Portfolio rausfallen. Ja? Sie ist ja kein Small Cap mehr. Du willst aber in Small Caps investieren. Und das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, diese Veränderungen, dass ein Small Cap zum Mid Cap wird, dass eine Value-Aktie, wenn sie toll rentiert, allmählich dann zur Growth-Aktie wird. Na, und dann willst du sie nicht mehr. Na, sie ist nicht mehr billig. Na, sie ist nicht mehr günstig bewertet. Und diese Phänomene, die du ja willst beim Factor Investing, die sorgen dafür natürlich, dass du da mehr Turnover im Portfolio hast als jetzt bei einem normalen MSCI World, der einfach nur sagt, ich nehme die von den 23 Industrieländern die oberen 85% nach Marktkapitalisierung. Solange die Aktie diese Definition erfüllt, ist sie im Portfolio. Da wird sich spielt sich dann relativ wenig Wechsel ab. Ne? Also wir haben mehr Turnover. Einmal im Vierteljahr wird gebalanced, wie du gesagt hast, wird also praktisch alles nochmal neu gerechnet und dann werden von den 5.000 Aktien, die im Index sind, das ist ungefähr die Hälfte des Weltaktienmarktes, fallen halt vielleicht, ich weiß nicht was, das erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß, muss ich jetzt so aus der Hüfte schießen, 500 bis 1000 raus aus den 5000 und werden durch andere ersetzt, weil ein Small Cap vorher ein Small Cap war, aber jetzt nicht mehr oder weil andere Kriterien nicht mehr erfüllt werden. Also, der Warren Buffett würde ja jetzt sagen, und vielleicht ist das auch eine gute Stelle, Charlie Munger zu gedenken. Ich habe von ihm, also Bücher über ihn gelesen und ich finde, er war wirklich eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit, super smart. Es gibt Journalisten, die sagen, es ist richtig tough, ihn zu interviewen, weil du stellst eine Frage und dann blickt dir der erstmal
eine Minute in die Augen und dann wird dir bewusst, wie lange eine Minute vergehen kann. Und dann auf einmal haut der eine Sache nach der anderen raus und du bist einfach nur am Boden. Aber Warren Buffett würde ja jetzt eigentlich sagen, it's all about 5 or 10 concentrated bets, oder? Der würde jetzt halt eigentlich sagen, naja, du musst ja, um den Markt zu schlagen, und das wäre vielleicht auch mal interessant, was ist eure Benchmark? Ihr müsst ja, um den Markt zu schlagen, eine Konzentrierung von wenigen Titeln bereitstellen, weil sonst performt der ja wie der Markt. Deswegen, was ist die Benchmark und ist das Ziel, den Markt zu schlagen oder ist das Ziel, weniger Risiko zu fahren? Was heißt das auf die Sharpe Ratio und so weiter? Also Warren Buffett ist ein Stockpicker, also ein Stockpicker mit Value oder Quality-Orientierung. Und insofern verfolgt er eine andere Investmentphilosophie als wir. Er ist kein passiver Investor. Ja, Buy and Hold spielt für ihn auch eine Rolle. Er hält die typische Position viele Jahre. Aber insofern, Warren Buffett ist nicht wir und wir sind nicht Warren Buffett. Ich kann nur noch dazu sagen, dass als ich das letzte Mal hinschaute, das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, und zurückrechnete, hatte Warren Buffett mit der Berkshire Hathaway-Aktie, also mit seiner Holding, mit seiner Investmentgesellschaft, seine eigene Benchmark, die er selber gewählt hat, den S&P 500, in den letzten 15 Jahren davor unterperformt. Ne? Also auch also Warren Buffett mit der genialen Unterstützung von Charlie Munger bewirkt keine Wunder. Die geniale Performance von Warren Buffett, die wirklich geniale Performance, die ist schon sehr Lange weit zurück, ne? in der Vergangenheit. Na, und er sagt ja auch selber, also das, was man von ihm noch erwarten kann, ist etwa die S&P 500 Rendite. Er bemüht sich, das noch ein bisschen zu toppen, aber nicht mehr genial drüber. Das geht mit seinem Supertanker nicht mehr. So viel also zu Warren Buffett. Das kannst du übrigens, die Fußnote muss ich mir jetzt noch gönnen. Also unheimlich viele Investmentlegenden. Warren Buffett ist eine davon. Ray Dalio ist eine andere. Den haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Wenn man mal wirklich sich die Mühe macht, knallhart zu recherchieren, was haben die langfristig produziert und nicht nur, ganz wichtig, mit ihrem Top-Fonds. Ne? Also Ray Dalio hat die Fondsgesellschaft von Ray Dalio Bridgewater hat, ich weiß nicht was, auf jeden Fall eine zweistellige Zahl von Fonds. Und es ist natürlich falsch, einfach nur immer den Besten rauszugreifen. Also die Art und Weise kann ich auch, wenn ich 10 verschiedene Portfolios habe, der Weltmeister-Investor sein. Ne? So, und also viele Legenden, bei vielen Legenden ist der Lack ab, weil das Rennen sozusagen immer schwieriger wird. Informationseffizienz in den Märkten nimmt zu. Und unsere Benchmark ist schlussendlich, oder ich muss es mal so sagen, der normale Privatanleger wird wahrscheinlich als Benchmark für sich den MSCI World hernehmen. Portfolio theoretisch ist das nicht die richtige Benchmark, aber praktisch aus Privatanlegersicht pragmatisch und ich finde das auch gar nicht falsch und gar nicht schlimm und so weiter, wird es wahrscheinlich eher der MSCI World sein, weil das die Anlagerealität ist für Menschen, die jetzt keine Akademiker sind oder Finanzökonomen sind. Portfolio-theoretisch können wir mit unserem Portfolio-theoretisch ist es so, dass wenn du ein passives Portfolio hast, eigentlich man nicht mehr von Marktschlagen reden kann. Von der Benchmark kann man schon sprechen, aber nicht von Marktschlagen. Denn wenn du jetzt sagst, okay, das gab es früher mal, das habe ich auch in einem Buch mal erwähnt, hat irgendein Fondsmanager, ein deutscher Fondsmanager in deutsche Small Caps investierte. Also ganz offiziell, hier ist der Zacharias Zampal, German Small Cap Fund. Und dann sagt er in einer Anzeige oder in einem Interview, ich habe den DAX in den letzten 3 Jahren deutlich geschlagen und in den letzten 5 Jahren auch noch. Ja? Ich bin ja ein toller Investor. Dann muss ich halt sagen, das ist absolut portfolio-theoretisch, das ist absoluter Quatsch. Die Benchmark für diesen Menschen korrekt ist natürlich nicht der DAX, sondern vielleicht der SDAX oder der MSCI Germany Small Cap. Also ein portfolio-theoretisch passender auf die Asset-Klasse, die er tatsächlich
im Fokus hat, passende Benchmark. Und als ich das damals nachschaute, war also dieser Fonds zwar besser als der DAX, aber schlechter als der SDAX. Mit anderen Worten, der Fondsmanager sagte, ich habe den Markt geschlagen, ich habe den DAX geschlagen. In Wirklichkeit hat er den Markt unterperformt, der Markt hat ihn geschlagen. Und das zeigt so ein bisschen beim Factor Investing, also die korrekteste Benchmark für unseren Fonds ist der Index, den wir abbilden. Und dieser Index, den haben wir, wird jetzt der ein oder andere Zuschauer schmunzeln, den haben wir mit Solactive, und Solactive ist eine deutsche Index-Erstellungsfirma in Frankfurt, so ein Konkurrent von MSCI, könnte man sagen, kleiner Konkurrent von MSCI. Und Legal & General, also diesem Asset Manager der britischen Fondsgesellschaft, wir drei zusammen haben den Index entwickelt. Und das ist eigentlich portfoliotheoretisch die korrekteste Benchmark, ne? Wir wollen natürlich nahe an diesem Index bleiben, und das werden wir ja auch bleiben, dieser Index abzüglich der Kosten, ne? War jetzt eine lange Antwort, aber schlussendlich ein passiver Investor, der jetzt wirklich sauber passiv auf Buy-and-Hold-Basis präzise definierte, sachlogisch korrekt definierte Asset-Klassen abbildet, bei dem kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass er den Markt schlägt. Du kannst davon sprechen, dass er den so und so Index geschlagen hat, oder also den anderen Index, den MSCI World oder den DAX geschlagen hat, aber eigentlich hat er nicht den Markt geschlagen, weil der Markt sind die Asset-Klassen, die er in seinem Index abbildet. Dann sprechen wir doch jetzt mal über die Faktorprämien, denn es gibt ja so ein Schlagwort, haben wir auch in unserem Vorgespräch kurz mal thematisiert, die Effizienzmarkthypothese. Und meine Frage wäre, also erstmal eine Bitte, dass du den Zuschauern kurz die Effizienzmarktthese erläuterst. Und die Frage wäre dann eigentlich, ob das Faktorinvestieren nicht im Widerspruch mit der Markteffizienzthese steht, denn wenn du sie erklärt hast, glaube ich, wird sich die Frage auch selbst erklären. Deswegen fang doch mal erst mit der Markteffizienzhypothese an. Das ist heute meine Lieblingsfrage zum Beantworten, weil es tatsächlich so viele und gerade in letzter Zeit auch wieder Leute gibt, die die Effizienzmarkthypothese oder Efficient Market Hypothesis oder Efficient Market Theorie, das ist jetzt wurscht, ob man es Hypothese oder Theorie nennt, falsch darstellen, teilweise wirklich böswillig, bösgläubig falsch darstellen, weil sie irgendwie so eine Agenda damit verfolgen, also der Effizienzmarkthypothese Dinge unterstellen, die diese Hypothese gar nicht beinhaltet, gar nicht aussagt, und dann mit diesen falschen unterstellten Eigenschaften finden sie dann irgendwie so eine Art Konflikt zur Realität, ne? Und sagen, oh, ich habe hier den Beweis, die Efficient-Market-Hypothese ist falsch, ne? Aber sie ist nur falsch, wenn man dir falsche Sachen unterstellt, ne? So, aber jetzt zurück zum Punkt. Die Efficient Market Hypothese ist eine unglaublich einfache Hypothese, Theorie, so ähnlich wie die Evolutionstheorie. Da steckt keine mathematische Formel dahinter oder irgendwie eine unglaublich komplizierte Sachlogik, sondern die Evolutionstheorie kann man in drei oder vier Sätzen zusammenfassen, und die Efficient Market Hypothese lässt sich noch kürzer zusammenfassen. Die Efficient Market Theorie sagt einfach, mit öffentlich verfügbaren Informationen, also das, was ich im Internet sehe, in der Zeitung, in den Medien, was ich von den Unternehmen selber höre, um die es geht, also deren Aktien es hier geht, was auch dazu gehören natürlich auch Gerüchte und Meinungen und Prognosen zu diesen Aktien, also mit öffentlich verfügbaren Informationen in Abgrenzung, wichtig, in Abgrenzung zu Insider-Informationen, die nicht öffentliche Informationen sind. Fußnote: Mit Insider-Informationen zu traden ist illegal in allen westlichen Ländern, und du kannst in den USA so locker 10 Jahre in den Knast gehen, in ein US-Gefängnis, nicht so in der Ponyhof-Gefängnis. Also mit öffentlich verfügbaren Informationen ist es unglaublich schwer, das sagt die Efficient Market Hypothese, systematisch. Das ist auch wieder ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Also systematisch könnte man auch mit zuverlässig hier auf Deutsch quasi übersetzen und schreiben, den Markt zu schlagen. Es ist selbstverständlich möglich, den Markt aus Zufall zu schlagen.
Auch, und da steht, also wenn ich jetzt 100 Investoren habe und die 100 Investoren in meinem Versuch verfolgen alle extrem, also besonders extreme Strategien, ne? Der eine macht viel Leverage und der andere viel Shorting und der andere geht ganz konzentriert in nur zwei Aktien rein und so weiter. Also ich habe wirklich extreme, dann werde ich natürlich, insbesondere wenn viele extreme Strategien dabei sind, und egal, ob ich jetzt ein Jahr beobachte oder 10 Jahre beobachte, dann werde ich natürlich sehr wahrscheinlich mehr als nur einen unter 100, aber nicht viele, vielleicht zwei oder sowas oder drei dabei haben, die den Markt, also den Durchschnitt aller Investoren geschlagen haben. Widerlegt das jetzt die Efficient Market Hypothese? Natürlich nicht. Durch Zufall ist alles möglich. Ne? Also das ist auch so eine Sache, dass Leute im Internet die These sagen, die Efficient Market Hypothese sagt, du kannst den Markt nicht schlagen. Das ist wirklich so eine falsche Unterstellung. Wir sehen ja jeden Tag, ob jetzt für 12 Monate oder für 12 Jahre oder für 50 Jahre, dass es irgendjemand gibt, der den Markt schlägt. Die Frage ist, kann ich das zuverlässig tun, ex ante in die Zukunft gerichtet? Und das schließt natürlich Zufall mit aus, Zuverlässigkeit. Ne? So und also die Efficient Market Hypothese, jetzt habe ich lange gebrabbelt, heißt einfach nur, mit öffentlich verfügbaren Informationen ist es sehr unwahrscheinlich, dass du systematisch den Markt schlägst. Ende. Die Efficient Market Hypothese sagt nicht, dass alle Anleger rational sind. Sie sagt auch nicht, dass die Aktienrenditen normal verteilt sind. Das ist lauter so Quatsch, der ständig im Internet neu verbreitet wird als Teil der angeblicher Teil der Efficient Market Hypothese. Also es ist eigentlich einfach, ne? Mit öffentlichen Informationen den Markt zu schlagen, ist sehr schwer, weil wenn du reagieren kannst, Balthasar oder ich, es außerordentlich wahrscheinlich ist, dass diese Informationen schon im Preis drin sind. Ne? Und weil du sozusagen immer zu spät kommst. Ne? Das ist so dieses Hase-Igel-Motiv aus dem Märchen und irgendwo. Und dieses Phänomen, also die Aussage der Efficient Market Hypothese, wird durch die empirische Finanzmarktforschung, also die Daten, die wir haben, sehr, sehr gut bestätigt. Ja? Vieles davon beschreibe ich, fasse ich zusammen in meinen Büchern. Also wir alle kennen diese Daten, dass wenn du sag mal, so einen Fünf-Jahres-Zeitraum nimmst, deutsche Investmentfonds, ist aber egal, du kannst auch brasilianische hernehmen oder japanische oder amerikanische, dann sind, sagen wir jetzt, Aktienfonds, die in Large Caps investieren oder ist egal, welches Aktiensegment du hernimmst, dann sind halt 80, 90% dieser Fonds schlechter als eine entsprechende passive ETF-Benchmark. Ne? Und je länger du diesen Betrachtungszeitraum hernimmst, wenn ich 15 oder 20 Jahre hernehme, dann sind wir schon nahe bei 100%. Ja? Und das gilt übrigens nicht nur für Fonds. Bei Investmentfonds ist halt die Datenlage, weil ein normaler Investmentfonds, ein Publikumsfonds, der muss seine Renditedaten peinlich granular und genau jeden Tag irgendwo melden, was von der Aufsichtsbehörde vorgegeben ist. Während du als Privatanleger natürlich nichts melden musst oder auch Hedgefonds typischerweise nichts melden müssen. Aber das, was ich beschreibe, vorbehaltlich, dass die Datenlage bei anderen Arten von zu investieren, also nicht Fonds, Investmentfonds, meistens schlechter ist als bei Investmentfonds, aber vorbehaltlich der schlechteren Qualität der Daten, die Daten, die wir haben, sagen für Privatanleger genau das Gleiche. Also 90% aller Privatanleger liegen unter einer korrekt gewählt mit ihren Privatanleger-Depots, mit ihren Do-it-yourself-Depots, über 5 Jahre unter einer korrekt gewählten passiven Buy-and-Hold-Benchmark. Und das gilt für Hedgefonds. Für Hedgefonds gilt es am allerstärksten, weil diese, also sagen wir, in den letzten 10 Jahren, grob gesagt, der Hedgefonds-Sektor ein Desaster darstellte. Es gilt auch für Private Equity. Es ist einfach nur schwieriger bei diesen anderen Segmenten, so deine Investmentformen, das immer nachzuweisen, weil du meistens ein Datenproblem hast, bei Private Equity zum Beispiel auch. Aber wenn ich das jetzt weiß, dass Märkte Informationseffizienz haben oder Informationen sehr effizient
verarbeiten. Das bedeutet, es passiert irgendwas, ich lese das in der Zeitung und bis ich das am Sonntag in der FAZ gelesen habe, ist es vermutlich oder sehr wahrscheinlich schon im Kurs enthalten. Ich kenne auch Leute, die im Kryptobereich in Fonds arbeiten, wo die halt wirklich brutal also so Quantumstrategien anbauen und so, aber da ist der Markt vielleicht ein bisschen ineffizienter. Aber was mich jetzt interessiert ist, wenn ich jetzt halt weiß, okay, ich lese was und das ist vermutlich schon im Kurs drin, heißt es ja eigentlich, es ist dann auch ein Spiel, wo ich jetzt halt nicht den besten Erwartungshorizont habe, wenn ich jetzt versuche, mit Stockpicking den Markt zu schlagen. Ich habe sozusagen die Statistik gegen mich. Wie ist das aber dann mit den Faktorprämien? Weil wenn ich jetzt sage, die Small Cap Prämie, die erwirtschaftet lange, auf lange Sicht eine Überrendite, dann ist da doch ein Widerspruch, oder nicht? Es Zumindest ist gedanklich. ein scheinbarer Widerspruch und ein Widerspruch, der auch immer wieder formuliert wird, weil er irgendwie, ja, wie du es ja auch, deswegen hast du das Beispiel ja auch ausgewählt, sozusagen erstmal bauchgefühlsmäßig ist es ein Widerspruch, aber es ist kein Widerspruch, ne? Und das versuche ich jetzt gleich zu erläutern. Das gilt für die anderen Faktorprämien, die Value-Prämie, die Momentum-Prämie, die Quality-Prämie und andere Prämien, Low Volatility und so weiter auch. Also der erste Grund, also warum existieren Faktorprämien? So sollte ich vielleicht anfangen mit meiner Erklärung. Es gibt im Prinzip drei Gründe dafür, dass Faktorprämien existieren. Das also wieder Small Caps als Illustrationsbeispiel hergenommen, dass Small Caps auf lange Sicht eine höhere Rendite produzieren als Large Caps oder der Gesamtmarkt. Ne? Warum ist das so? Es kann drei Ursachen oder die verschiedenen Faktorprämien können drei Ursachen haben und meistens in Bezug auf eine einzelne Faktorprämie wird man wahrscheinlich sagen müssen, alle drei Ursachen spielen damit rein. Das heißt, alle drei Ursachen sind kausal, sind ursächlich verantwortlich und die jeweilige Teilschuld sozusagen oder Teilverantwortung, die kann man gar nicht ganz genau zuordnen. Die erste Ursache ist Risiko. Also Small Caps sind einfach risikoreicher als der allgemeine Aktienmarkt. Das kann man sehen, weil Small Caps einfach volatiler sind. Ne? Sie schwanken wesentlich stärker. Und wenn Aktienrenditen primär, und das gilt natürlich im Investieren im Allgemeinen, Risikokompensation sind, also Risikoprämien sind sozusagen, ne? Kompensation, Belohnung für das Tragen von Risiko, hoffentlich von sozusagen vernünftigem Risiko. Dann haben wir hier schon mal eine wunderbare Erklärung. Ne? Ich bin, der Fritz investiert nur in Small Caps und die Hanna investiert in alle Aktien. Also die hat auch Small Caps im Portfolio, aber nur zu einem begrenzten Teil. Dann müsste der Fritz auf lange Sicht eine höhere Rendite haben, aber er hat auch ein volatileres Portfolio. Er kriegt also einfach nur sozusagen Schmerzensgeld für dieses zusätzliche Risiko, was er trägt. Betriebswirtschaftliche Gründe für die höhere Volatilität von Small Caps sind, sie sind schlechter diversifiziert, sind kleinere, fragilere Unternehmen. Sie haben weniger Kunden, weniger Produkte, also weniger Diversifikation im Unternehmen schon. Und sie gehen statistisch häufiger pleite als große Unternehmen. Also ich glaube, das wird jeder intuitiv nachvollziehen können. Also wir haben schon mal erste Ursache dafür, dass Faktorprämien existieren können. Die zweite Ursache sind Anlegerirrationalitäten. Das heißt, Menschen sind eben nun mal keine Maschinen und keine Computer. Und das sagt auch Eugene Farmer, der berühmte, in Anführungszeichen, Erfinder der Efficient Market Hypothese, nicht. Der sagt, selbstverständlich gibt es viele irrationale Menschen. Alle Menschen sind irgendwann mal irrational. Also keiner kann von sich behaupten, dass er 24/7 sein ganzes Leben schon lang nur rationale Entscheidungen getroffen hat. Also das gibt es nicht. Aber der Markt als Ganzes, ne, the wisdom of the crowd, ne, der kann wesentlich rationaler sein als die 50 Millionen Anleger, die es gibt auf der Welt, im Einzelnen sind. Ne? Und du und ich, wir werden
manchmal rationale Entscheidungen treffen und manchmal auch irrationale Entscheidungen. Aber je mehr es von uns beiden gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zumindest 20, 30, 50 oder 100 super rationale Investoren zu einem gegebenen Zeitpunkt in einem gegebenen Sachverhalt gibt. Und das reicht schon. Es müssen nicht alle rational sein. Ja? Und trotzdem können die große Zahl der irrationalen Investoren Mispricings und Fehlpricings produzieren. Aber die Frage aus Efficient Market Hypothese ist, bist du zuverlässig in der Lage, davon Nutzen zu ziehen, zuverlässig, nicht nur einmal und nicht nur aus Glück, das ist halt was anderes. Du wirst wahrscheinlich, wie gesagt, in den meisten Fällen zu spät kommen oder die falschen Schlüsse aus diesen Informationen, die da sind und eingepreist sind, ziehen. Und deswegen, also Irrationalitäten, Herding, Überinterpretation oder zu langsames Reagieren, das kann immer passieren und das ist steht nicht im Widerspruch mit der Efficient Market Hypothese. Und das dritte Kriterium sind oder die dritte Ursache für Faktorprämien sind Arbitragehemmnisse. Das heißt also, wenn es aufgrund von Illiquidität oder Gesetzen oder Steuern oder hohen Transaktionskosten einfach nicht möglich ist, sozusagen ein Fail-Pricing, eine zu günstige Aktie zu kaufen oder eine zu teure Aktie zu shorten. Es gibt unglaublich viele Hindernisse für Leerverkäufe, weil häufig die Aktien zu illiquide sind dafür oder sich nicht nirgendwo entleihen lassen. Also auch so Arbitragehemmnisse können, die dann im Zeitablauf geringer werden oder aufhören zu existieren, können die Ursache für Faktorprämien sein. Wenn wir nochmal den Zirkel schließen, um zum Abschluss zu kommen, die Efficient Market Hypothese sagt nur, mit öffentlich verfügbaren Informationen ist es sehr schwer, systematisch den Markt zu schlagen, insbesondere nach Kosten, Risiko und Steuern. Wenn man sich auf diesen Kern eigentlichen wahren und ursprünglichen Kern der Efficient Market Hypothese beschränkt, dann stehen Faktorprämien nicht damit im Widerspruch. Ich fand es auch super, dass du The Wisdom of the Crowds erwähnt hast. Das ist ein super Buch. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. James Sobieski, irgendwie sowas. Und da geht es eben genau um dieses Thema, wie die Informationen effizient aggregiert werden, dass das Wissen in der Bevölkerung verteilt ist. Hat ja Hayek den Grundstock gelegt. Und weil eine einzelne Entität meistens eben nicht das Wissen hat oder nicht haben kann, der Markt aber über die Preissignale das Wissen effizient aggregiert, ist dann das Endresultat immer das Beste. Und bei den Faktorprämien, wie du gerade gesagt hast, gibt es eben andere Sachen, wie zum Beispiel bei den Small Caps, dass man eine höhere Volatilität hat, mehr Risiko, aber weil man diversifiziert, keine Ausfallwahrscheinlichkeiten oder keine Ausfallrisiken hat. Deshalb kann man sich mit einem langfristigen Time-Horizont da eine Überrendite ins Portfolio holen. Was mir auch immer super an dir gefällt, Gerd, ist, dass du nicht einfach irgendwelche Sachen raushaust. Da gibt es Studien dazu. Da gibt es ein unglaublich fundiertes wissenschaftliches Summatorium an Studien dazu. Jeden, den das interessiert, kann ich nur empfehlen. Da kann man Tage, wenn nicht Monate verbringen, sich da gewisse Sachen reinzuziehen. Was mich jetzt zum Abschluss noch interessiert, für wen ist denn der Gerd Kommer ETF geeignet? Ja, das ist, glaube ich, die Gretchenfrage hier. Er ist im Grunde genommen für jeden, der ein Kerninvest, also geeignet für, der ein Kerninvestment, das man salopp mit der Überschrift Investieren in die Welt AG, Entschuldigung, betiteln könnte, machen, also tätigen möchte. Ne? Ich könnte mir zum Beispiel so eine Situation vorstellen, dass jemand in diesen Fonds investiert, also jemand, sagen wir mal, hat 50.000 Euro. Das ist jetzt vollkommen wurscht, welche Zahl ich hernehme. Ich könnte auch 5.000 Euro hernehmen oder 50 Millionen. Aber 5.000 Euro und sagt, okay, ich bin noch relativ jung. Ich habe mich schon eine gewisse Zeit mit dem Aktien- und Kapitalmarkt beschäftigt. Ich weiß, was Volatilität ist. Ich habe so eine Grundahnung, habe auch schon Erfahrungen, persönliche Erfahrungen mit dem Rauf und Runter und so weiter. Und ich benutze jetzt diesen Fonds als mein
Core Investment, mein Kerninvestment, dass ich einfach mal in die Welt AG investiere und an dem Wachstum des börsennotierte Unternehmen, also an den Gewinn, die börsennotierte Unternehmen generieren, dass ich da teilhabe. Ich stelle diesem Unternehmen Risikokapital zur Verfügung, bekomme dafür eine marktadäquate Kompensation. Das ist mein Kerninvestment. Und dann sage ich, okay, wenn ich unbedingt will, ich möchte diesem Kerninvestment noch 10% Krypto beimischen, weil ich ein Krypto-Fan bin, weil ich an die Krypto-Story glaube. Oder der andere sagt Gold und der nächste sagt wieder, ich bin aber auch ein Fan von Vermietungsimmobilien. Gerald Hörhan, die hässlichen Löcher. Ich weiß nicht, ob du den Spruch mal Deine gehört hast. hässliche Löcher, super genial. Gutes Marketing. Ob es so immer so gut funktioniert, ist eine andere Frage. Aber wie auch immer. Wir kommen zurück immer zu der Idee, ich investiere in die Welt AG und ich möchte nicht diese Klumpen und Konzentrationsrisiken haben, die der MSCI World sozusagen die Standardlösung hat. Der MSCI World ist eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz klein bisschen gehässig sein darf, kein Investment in die Welt AG, weil mir die ganzen Schwellenländer fehlen, weil mir die Mehrzahl aller börsennotierten Unternehmen, die Mehrzahl sind nämlich Small Caps, fehlt. Also wenn ich diese Klumpen und Konzentration nicht haben möchte, wenn ich die Lücken im MSCI World nicht haben möchte, sondern wirklich breit diversifiziert sein möchte und wenn ich dann noch denke, okay, ich glaube an die Wissenschaft, weil die Forschung kommt aus der Wissenschaft und ich würde mal sagen, 80, 90% der Forscher, die sich sozusagen empirisch mit Assetklassenrenditen, Aktienrenditen jetzt in diesem Fall akademisch-wissenschaftlich auseinandersetzen, stehen hinter der Faktorforschung. Ja, also das ist wirklich der Konsens in der Forschung. Es gibt immer einzelne Wissenschaftler, die es anders sehen. Das ist aber in der Medizin und in der Geologie und Biologie, Pharma natürlich ganz genauso. Also, aber wenn 80 plus Prozent der Scientific Community sagt, hier, das kann man so stehen lassen, das ist bewährt und stimmt so, dann würde ich das als den sozusagen wissenschaftlichen Konsens betrachten. Und in dem bewegen wir uns mit der Faktorforschung, mit unserer Umsetzung davon. Und diese Faktorforschung gibt mir die Chance, also zumindest ist das die Vorstellung, auf lange Sicht, Betonung auf lange Sicht, 1 bis 2 Prozentpunkte nach Kosten, 1,5 Prozentpunkte nach Kosten, also nach Mehrkosten, mehr Rendite pro Jahr zu wirtschaften. Das wird nicht in jedem Jahr kommen und das kann auch mal für 5 Jahre ausbleiben und ich verdiene mit meinem Faktor-ETF weniger als mit einem Nicht-Faktor-ETF. Also das muss man akzeptieren. Aber es ist ohne weiteres möglich, mit dem Aktienmarkt, mit einem globalen Aktieninvestment, das Sparbuch 10 Jahre lang zu unterperformen. Ja? Und wenn jemand, das kann ich mich jetzt nicht verkneifen, als Kritik oder Anti-Argument gegen Factor Investing sagt, oh ja, die Value-Prämie war ja seit 8 Jahren oder 9 Jahren oder 10 Jahren negativ. Entschuldigung, dann muss ich sagen, Junge, Mädel, also wenn du schon dich zu einem Thema äußerst, dann mach dich halt vorher lieber schlau. Ansonsten besser Mund halten. Wenn du Usain Bolt, den ehemals besten Sprinter der Welt hast, na, wenn du über den sprichst und dann hat er von seinen letzten 15 Rennen 12 gewonnen, davon zweimal den Weltrekord aufgestellt oder verbessert. In 2 Rennen ist er Zweiter geworden und in einem Rennen ist er Letzter geworden. Und würdest du jetzt nicht, also ich würde an der Stelle trotzdem sagen, Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt, ist der schnellste Sprinter der Welt. Er hält den Weltrekord, er hat mehr Rennen gewonnen in den letzten 2 Jahren als jeder andere, aber nicht jedes, ne? Und auch nicht das Letzte. Ne? Also wenn du wirklich gutgläubig, ehrlich und faktenorientiert eine Einschätzung treffen musst, dann kannst du nicht eine Faktorprämie von 5, 6 Bekannten rauspicken, die in den letzten 5 oder 10 Jahren schlecht gelaufen ist, weil das völlig normal ist. Das gehört dazu, das gehört genauso dazu, dass
zu dem Faktum, dass Usain Bolt nicht jedes Rennen gewonnen hat und trotzdem der schnellste Sprinter der Welt in seiner Zeit war. Ne? Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum wir Fünf-Faktor-Prämien in unserem Fonds abbilden, also Multifaktor-Investing praktizieren, weil man über Faktor-Prämien hinweg auch diversifizieren kann und damit zumindest partiell dieses Risiko der Unterperformance einer Prämie, die auch mehrere Jahre dauern kann, weg diversifiziert. Und wenn ich jetzt so die fünf, sechs bekanntesten Faktorprämien hernehme, dann komme ich auch zum Schluss dazu, dann kann ich sagen, in den letzten 10 Jahren, das ist jetzt, sagen wir mal, für einen normalen Privatanleger schon recht langer Zeitraum, haben die Hälfte oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte, drei oder vier von diesen fünf oder sechs Faktorprämien in den letzten 10 Jahren die gleich gute oder eine bessere Rendite produziert wie der allgemeine Markt. Und zwei oder drei Prämien eine schlechtere oder gleich gute. Ja. Super interessant. Das heißt, im Endeffekt sprichst du eigentlich auch die Core-Satellite-Strategie an, oder? Du sagst, es eignet sich ideal für einen Core, weil du läufst nicht wie mit dem MSCI World in eine Blase rein, wenn jetzt der Tech wie damals Japan die nächste neue Story ist und irgendwann werden die Anleger sich bewusst, dass das eben dann doch nicht so gut war und dann performen die Unternehmen nicht. Gibt es ja auch die Nifty 50, gibt es ja so ein paar Beispiele, wo man dann immer wieder, wenn man nach Marketkapitalisierung in die Blase reingelaufen, gewichtet hätte, in die Blase reingelaufen wäre, das nimmt dir raus, ist ein super Core, Kern, 80% oder sowas kann man da reingeben und dann kann man mit 20% noch versuchen, den Markt zu schlagen und sich auch selbst dann am eigenen Track Record, wenn man ehrlich ist, über die Zeit überzeugen, ob das mit dem Stockpicking eine Sache ist, an der man sich versuchen sollte. Wunderbar. Hey Gerd, das hat mir super Spaß gemacht. Es war unglaublich lehrreich, auch nochmal in die Faktorprämien, die Effizienzmarkthypothese, die ganzen Themen, die ja eigentlich sozusagen die ganze Theorie hinterm Investieren darlegen, da nochmal tief einzutauchen. Wenn du noch irgendwas zum Abschluss hast, was du loswerden möchtest, now is the time. Ja. Eine kleine Sache habe ich noch. Ich bin auch so ein absoluter Fan von Kapitalmarktgeschichte, also von Geschichte insgesamt, weil ich es per se spannend finde, zu schauen, was sich halt so in den letzten 250 Jahren, 250 Jahre deswegen, weil sozusagen die Neuzeit, die industrielle Revolution begann vor 250 Jahren und die Französische Revolution war vor 220 Jahren, also sozusagen die Welt, die wir heute haben, die begann sich zu entwickeln und zu bilden vor rund 250 Jahren. Und die Geschichte dieser Zeit ist unheimlich spannend für sich genommen schon, wie so ein historischer Roman sozusagen oder ein Kinofilm, aber auch deswegen faszinierend, weil man unheimlich viel dabei lernen kann. Und die Kapitalmarktgeschichte, Wirtschaftsgeschichte im Allgemeinen als Teil und darunter nochmal die Kapitalmarktgeschichte, also die Rendite. Lange Renditegeschichte von Aktien in den letzten 120 Jahren oder wie war das eigentlich damals mit dem 1929er Crash? Bitte nicht im Dirk Müller Buch nachlesen, weil da nur 19, sondern bei sozusagen wirklich seriösen Quellen. Wir haben beispielsweise mal uns die Mühe gemacht, das haben wir auch in einem Blogbeitrag vor 1,5 Jahren oder sowas verhackstückt, den 1929er Crash, das ist ja jetzt bald 100 Jahre her, der immer so als die schlimmste aller Aktienkatastrophen dargestellt werden und in allen möglichen Büchern falsch berechnet, also die Drawdowns, die Verluste damals falsch dargestellt werden. Ich kann das nicht stark genug betonen, also zu hoch, zu schlimm dargestellt werden. Und das haben wir uns mal angeschaut. Warum werden da die falschen Zahlen genannt in allen möglichen Ratgeberbüchern, auch noch Ratgeberbücher, die jetzt neu rausgekommen sind und FAZ und Weltjournalisten und so weiter und so fort, weil einer vom anderen die falschen Daten abschreibt und alle zu faul sind, selber nachzurechnen und zu recherchieren und auch mal einen Schritt weiter zu denken. Im Ergebnis als Beispiel, ne, der 1929er Crash, der war halt nicht 80% minus, teilweise sagen sie sogar 89% minus, sondern je nachdem vermutlich nur so 50, 60%. Und
das zu lernen und zu sehen und für sich sozusagen zu erfahren und zu verinnerlichen, das gibt einem unheimlich viel fürs eigene Investieren. Ja? Oder wie haben sich Aktienmärkte verhalten und auch Anleihenmärkte während schlimmer Kriege? Ne? Wir haben sechs große Kriege gehabt in den letzten 100 Jahren, beiden Weltkriege und andere. Und mir das anzuschauen, das ist so ein bisschen mein Faible, weil man daraus auch viel lernen kann. Das kann ich nur jedem empfehlen. Nicht immer nur sozusagen die letzten ein, zwei Jahre sich anschauen, sondern die Geschichte der letzten 100 Jahre sozusagen als die Stichprobe, die große Stichprobe betrachten, die ich brauche, um daraus repräsentative, für die Zukunft eher repräsentative Schlüsse abzuleiten als die letzten 2 Jahre. Ja, es ist ja auch so, dass gerade in der Zeit früher die Dividendenrendite ja noch viel höher war. Und der S&P ist ja ein ausschüttender Index und der DAX ist ja ein Performance-Index. Und das ist ja bei den Deutschen auch immer wieder so ein Thema. Genau, also einer der Gründe, es gibt vier, fünf andere noch, dafür, dass zum Beispiel der 1929er Crash, du hast es, glaube ich, schon angedeutet und andeuten wollen, als viel zu schlimm dargestellt wird, relativ zu dem, was er tatsächlich ist. Der Dow Jones Industrial Average, das ist ja der älteste Aktienindex der Welt und auch immer noch vermutlich der bekannteste, auch wird ja häufig nur als Dow Jones bezeichnet. Ist ein völlig schwachsinnig konstruierter Index, muss man sagen, viel zu eng und auch andere methodische Dinge sind falsch, aber egal. Dieser Index enthält keine Dividenden, ist ein reiner Kursindex, reiner Preisindex. Und damals, wie du zu Recht betont hast, also in den 20er Jahren, sogar noch bis in die 50er Jahre, waren die Dividendenrenditen weit höher als heute. Nicht die Gesamtrenditen, wichtig. Die Gesamtrendite, also Kursrendite plus Dividendenrendite, war eher sogar leicht niedriger als, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher niedriger als in der zweiten Hälfte. Aber die Dividendenrendite, die war damals über 4, 5%. Also eine Aktie, eine normale Aktie hatte 4 bis 6% Dividendenrendite und nur 1%, 2%, 3%, je nach Inflationsrate, wir reden hier von nominalen Zahlen, Kursrendite. So, und der Dow Jones lässt die Dividenden draußen, ne? Und dann ist ja klar, wenn ich den Dow Jones als Maßstab nehme, wie weit geht der runter und wie lange braucht er dann, um sich wieder zu erholen, aber die Dividenden, 5% Dividendenrendite pro Jahr nicht mit reinrechne. Das ist ja klar, dass ich zu einem Nonsensergebnis komme. Das ist nur ein Faktor für die falschen Zahlen damals. Wie gesagt, wir haben dazu mal einen Blogbeitrag geschrieben. Auch Währungseffekte spielen eine große Rolle. Damals gab es Deflation. Deflation ist ein ganz. Es ist viel billiger, ne? Genau, also reale Renditen sind sozusagen reale Verluste. Die nominale Verluste sind bei einer Deflation höher als die realen Verluste. Das ist ganz verqueres Ja, Denken. klar. Du kannst einen Aktienmarkt haben, der sich auf der Stelle tanzt, aber Kaufkraft gewinnen. Und weil wir damals in den USA sehr starke Deflation hatten, also kumulativ 30% circa sind die Preise, Konsumgüterpreise gefallen über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren. Wenn ich da in nominalen Zahlen rechne, das ist ja generell nicht sehr intelligent, aber hier ist es ganz besonders falsch, dann komme ich zu völlig übertriebenen Verlusten, weil die realen Verluste bei einer Deflation geringer waren als die nominalen und so weiter. Also wenn man das alles rauskorrigiert, endlich mal, dann kommt man halt auf das, was ich vorhin sagte, dass man das in den USA, also der große Great Depression Crash, vielleicht 60% war. In Europa damals, und das ist wirklich mein letztes Statement dazu, war die Wirtschaftskrise, die 1929er Wirtschaftskrise. Das sagt auch kaum einer. Und die Arbeitslosigkeit und was da alles leider mit einherging, harmlos, also nicht so schlimm wie in den USA. Also das Wirtschaftswachstum brach weniger stark ein in Deutschland, Frankreich, Großbritannien in 1929 und folgende als in den USA. Die Arbeitslosigkeit war geringer als in den USA und so weiter. Und auch die Börsen, soweit wir da Daten haben, die Daten sind leider für die Länder außerhalb der USA nicht so qualitativ hochwertig,
Aber die Daten, die wir haben, zeigen ganz klar, dass der Crash in Deutschland, Frankreich, USA, Japan damals wesentlich geringer war als in den USA. Und dann kommt noch hinzu, dass der Dollar zu verschiedenen Zeitpunkten während des Crashs, damals wurden die Währungskurse ganz stark manipuliert von den Zentralbanken, weil der Goldstandard sozusagen im Zusammenbrechen war. Das war so eine ganz kuriose Phase der Geldpolitik, der Währungspolitik von den verschiedenen Zentralbanken. Aber wenn man in britischen Pfund, was damals genauso Weltwährung war wie der Dollar, rechnet, dann hat der während dieser kritischen Phase auch wertende Dollar, wenn du in Dollar rechnest, hast du natürlich davon nichts. Aber wenn du in einer anderen Währung rechnest, wie jetzt britische Pfund oder deutsche Reichsmark, dann bringt dir natürlich ein. Zusätzlich Rendite gemacht, ne? Und also da kann man unheimlich viel draus lernen. Und aus meiner Sicht ist das Tolle aus der Kapitalmarktgeschichte, dass es dich zu, dass du mutiger wirst, dass du sagst, ja, all die in Anführungszeichen Katastrophen, die wir hatten, der letzte Corona-Crash und so weiter, das ist ja alles schon dreimal, zehnmal da gewesen, nur schlimmer. Und der Weltaktienmarkt, die Welt AG, hat sich halt immer wieder erholt, wenn ich nicht nur in Einzelwerte investiere. Ne? Da Ja, vor allem die Unternehmen, der Aktienmarkt besteht ja aus mehreren tausend Unternehmen, die geleitet werden von mehreren tausend Mitarbeitern, die ein gutes Management haben und auch wenn manche ab und zu sich Fehltritte erlauben, die ganzen Informationen werden ja in diesem Markt effizient aggregiert und so weiter. Das heißt, egal was passiert, diese Unternehmen können nach schwierigen Anpassungsphasen sich an alles eigentlich gewöhnen, genauso wie die Evolution sich an alles gewöhnen kann. Und langfristig gibt es nur eine Richtung. Auch wenn es manchmal wehtut, wenn es kurzfristig runtergeht, da ist jeder, glaube ich, von Volatilität ist, glaube ich, niemand gefeit. niemand gefeit, und die muss man einfach, das hat auch der große Charlie Munger ja immer wieder gesagt, ne? Volatilität, das sind halt die Schmerzen, und die Rendite ist das Schmerzensgeld. Und wer Volatilität halt nicht aushalten kann in seinem Portfolio, der ist zu bedauern, weil er eben das Schmerzensgeld dann auch nicht haben wird, also dass Aktienrenditen auf lange Sicht bieten, aber auch Kryptorenditen natürlich. Und an diese Volatilität kann man sich gewöhnen. Ne? Du bist ja ein großer Kaltwasser-Schwimmfan oder Eisbaden-Fan. Genau. Also ich bin da der absolute Warmduscher, das könnte ich nicht. Aber in eiskaltes Wasser zu springen, ist natürlich eine Gewöhnungssache. Also so viel weiß sogar ich, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe. Und je häufiger ich das tue, desto leichter fällt es mir. Es ist immer noch tough. Aber wenn ich es nur einmal im Jahr mache, dann ist ja klar, das haut es mich um. Aber wenn ich es häufig mache, wenn ich mich häufig diesem Zustand aussetze, dann gewöhnt sich mein Körper dran, mein Geist gewöhnt sich dran, ich komme einfach besser mit dieser Stresssituation zurecht. Und die Belohnung, dass das körperlich gesund ist und dass das tolle, ich weiß nicht, was Endorphine oder wie auch immer man sagen muss, bin da kein Experte, die kann ich ja nur bekommen, wenn ich mich dieser Stresssituation aussetze. Genau, also ich würde mal sagen, Aktien und Eisbaden, das ist das Schlusswort. Gerhard, hat mir super Spaß gemacht. Mir auch, Dankeschön.